Puhu, Leute, ich bin Flosher, willkommen zu Let's Play Duke Nukem. Wir starten ins nächste Level und wie ich bereits angekündigt habe, ist das Level relativ lang. Also stellt euch auf eine etwas längere Session ein. Hier oben brauchen wir einen roten Schlüssel, wie wir sehen. Hier geht's runter. Hier haben wir schon den roten Schlüssel. Jetzt kommen wir im Prinzip direkt rechts weiter. Das wird auch den Level um einiges abkürzen, da es gleich hier unten nicht mehr weitergeht. Aber, ich gehe trotzdem mal hier unten lang, weil es hier nämlich noch was zu entdecken bzw. einzusammeln gibt. Darum warte ich jetzt mal. Ach, scheiß drauf. So, oh, hab's sogar geschafft. Wunderbar. Ja, was mir an diesem Spiel hier nicht ganz so gefällt, aber das war früher bei Spielen so, das ist mir auch bei anderen Spielen von früher aufgefallen. Hier sieht man nie, was unter einem ist. Das heißt, man springt jetzt hier im Prinzip einfach ins Dunkle, so runter. Und da kann natürlich dann sonst was sein. Und ihr habt gerade schon gesehen, ich bin in so einen roten Ball einfach runtergesprungen. Man weiß nicht, was da unten auf einem wartet. Hier zum Beispiel ein Gegner, da hatte ich jetzt ein bisschen Glück, dass der gerade weggegangen ist. Aber es könnte halt auch ganz anders kommen. Und das ist oft bei Spielen von früher so, aber mir geht's voll auf den Sack, weil ich manchmal das Gefühl habe, au, hier haben wir es wieder gesehen. Manchmal habe ich das Gefühl, man hat wirklich so ein Pech und man springt wirklich fast in 100% der Fälle in irgendwas Böses rein. In den Aua. In den Gegner oder in den Stachel oder sonst was. Manchmal hat man allerdings auch totales Glück und dann passiert einem gar nichts. Und darum würde ich jetzt mal sagen, es ist so 50%, ob man jetzt in irgendwas Böses reinspringt oder nicht. Hier kommen wir nicht durch, wir machen einfach volle Kanne durch. So, kriegen dafür auch ein nukleares Molekül. Das Gute ist, wenn man hier getroffen wird, dann blinkt man so für eine Zeit und ist für eine gewisse Zeit unsterblich. Darum kann man, wenn man einmal getroffen wird und weiß, oh, da sind noch mehr Gegner, dann sollte man halt einfach, sollte man einfach volle Kanne durchrushen. Aber in der Hoffnung, dass man dann nur einmal Schaden kriegt und nicht mehrmals. So, da unten aber, so, und sehe ich schon die Haare. So. So, jetzt sind wir auch schon ganz unten an dem Level angekommen. Aber wir müssen jetzt hier noch ein bisschen nach rechts. Das geht durchschlechtern. So, so sind ganz viele Roboter, die aber sofort sterben, sobald sie runterfallen. So. Ach, egal, ich habe eh. Nee, jetzt habe ich volle Lebenspunkte. Das heißt, ich kann jetzt einfach schießen, durchheizen. Ich sehe nicht mehr so schön, wenn ich irgendwas kaputt mache. Ja, ihr habt es gesehen und jetzt war ich ein bisschen zu schnell, aber wenn ihr jetzt mal auf unsere Firepower rechts guckt, habe ich gerade eine weitere Atomic Pistol eingesammelt. Kann jetzt also drei Strahlen auf einmal schießen. Das war das, warum ich hier nochmal nach unten wollte und nicht direkt oben weitergegangen bin. Jetzt muss ich allerdings den ganzen Weg wieder hoch. Das Gute ist, nach oben kann man wenigstens gucken, wo man hinspringt. Das heißt, da passiert dann nicht ganz so viel. Aber der Weg nach unten ist halt immer total die Qual. So, jetzt müssen wir gleich irgendwann oben sein. Nee, noch nicht. So, weiter, zack. Mann, wie hoch geht das denn? Sackt ja voll. So, jetzt müssten wir aber oben sein. Genau, jetzt können wir hier auch aufmachen. Jetzt muss ich wieder ein bisschen vorsichtiger sein, denn jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau so gut, wie das Level geht. Es gibt hier eine geheime Abkürzung, womit das Level wirklich extrem kurz wird. Die Abkürzung werde ich euch mal kurz zeigen, allerdings nur zeigen, wo die ist, und dann aber den langen Weg gehen, damit ihr mal seht, wie lang dieses Level hier wirklich ist und was diese Abkürzung letztendlich bringt, wenn man sie macht. So. Jetzt hier erst nochmal hoch. Das Level hier ist so durcheinander und kompliziert, da haben wir gerade einen blauen Schlüssel gesehen. Ich habe mir als Taktik in solchen Leveln angewöhnt. Oh, hier sind ab und zu auch mal Items hinter den Boxen. Ich habe mir hier als Taktik angewöhnt, immer nach links zu gehen, links an der Wand entlang, dann erst nach ganz unten und wenn es da nicht mehr weitergeht, dann stock höher zu gehen, dann nach rechts, sodass man wirklich alles mal sieht. Wobei ich glaube, wenn ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, da habe ich irgendwas vergessen. War nicht so schlimm. Es waren nur ein paar Punkte. So, hier geht es jetzt nämlich nach rechts und weiter nach unten. Darum gehe ich erstmal nach unten und wieder nach links. Also arbeiten wir uns im Prinzip von links nach rechts und von unten nach oben durch. Nein, aber. Ach, jetzt hat die Cola zerballert. Naja, egal. So, da geht es weiter nach links. Also gehen wir auch nach links. Ah, gut. Also weiter nach unten. Hey, ihr seht schon, das Level ist sau groß. Hier gibt es sau viel zu entdecken.
und zu machen und einzusammeln, allerdings auch genauso viel, um zu sterben. Das ist ein bisschen blöd. Aber. So. Alles einsammeln. Was kriegen wir hier? Ein Ballon, toll, da kommen wir jetzt eh nicht dran. Zerballern das noch und gehen dann hier links weiter. So, was ist da drin? Mann. Oh, ein Hühnchen, toll. Habe ich eigentlich gar nicht gebraucht. Warum geht's jetzt, wenn es hier nicht weitergeht, dann nach rechts weiter und dann wieder nach unten? Um möglichst weit nach links zu kommen. Also, aua. Jetzt nach links. Kurz warten, bis das Feuer weg ist. Merken, da ist eine Falle drin. Den Hasen töte ich gleich. Natürlich sind hier überall Fallen drin. Die kann man auch extrem schlecht ausweichen. Aber genau jetzt fällt das Ding runter. Wunderbar. Wenn man nämlich, wenn die Dinge anfangen zu wackeln und man geht aus dem Bildschirm raus, dann fallen die nicht mehr weiter runter. Au. Ja, das Level dauert ein bisschen. Es geht hier eigentlich nur links und rechts und runter und hin und her. Ja. Klasse, ups. Nein, man muss in einen Game kommen. So, hier gab es ganz viel einzusammeln. Im Prinzip müssen wir eigentlich nur nach ganz unten. Ups. Mir ist aufgefallen, in den Grauen ist die Chance, dass eine Falle drin ist, viel höher als in allen anderen. Was das hier bringt, weiß ich irgendwie nicht. Das ist irgendwie so ein blauer Laser, der aber nicht weiter nach links geht. Und wenn wir hier mal runter gucken, um zu gucken, da ist einfach nichts. Wir können auch nicht hin, weil wir uns nicht ducken können. Die Gegner können wir auch nicht zerstören. Also das ist voll sinnlos, dieses Ding da. Wenn einer von euch weiß, was das soll, kann er es mir ja sagen. So, töten. Hier kann man auch schon mal richtig viele Lebenspunkte verlieren. Obwohl es eigentlich aber immer genug gibt. Ich glaube, hier geht es vielleicht nicht weiter, genau. Mann, wir haben jetzt schon 7 Minuten verbraten und wir sind gerade mal durch die Hälfte des Levels. Ja, da bin ich jetzt einfach so auf ein Hähnchen gefallen, was natürlich einerseits gut ist, aber andererseits wollte ich das natürlich größer machen. So. Was haben wir hier? Oh, hier gibt es Lebenspunkte. Und Fallen. Genau unter diesem Ding, das keinen Sinn hat, jetzt sehen wir nochmal, dass da wirklich man nichts machen kann. Und unter uns, das ist der Gang, wo wir gerade das Pistolen-Upgrade geholt haben. Aua. So. Aua. Mann, kann hier nicht mal wieder so ein nukleares Molekül dabei sein? Das ist ganz gut. Aber nee, jedes zweite ist eine Falle. Oh, hier ist der grüne Schlüssel. Wunderbar, den brauchten wir auch. Glaube ich zumindest, dass wir den brauchen. Zumindest, wenn wir nicht die Abkürzung gehen, brauchen wir den. Glaube ich. Da bin ich mir aber auch nicht sicher, weil mit der Abkürzung braucht man, glaube ich, nur den blauen oder gar keinen Schlüssel. Wenn ich mich richtig erinnere. So. Jetzt gehen wir etwas weiter nach rechts. Zack, 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 zack. Schnell, es geht hier durch. Und finden nur einen wilden Ballon. Also wieder einen Stock höher und dann nach rechts. Ah, ist das ein Kack. Ach, Mann. Dafür müsste es echt eine Map geben. Die man so aufrufen kann. Damit man weiß, wo man schon war. Die Map muss ja nicht von Anfang an sichtbar sein. Einfach nur, damit man sieht, wo man schon war. Und wo noch nicht. Mann. Ach. Ihr seht schon, das Level ist klasse. Super ist das. Macht richtig Spaß. Oh, hier waren wir noch nicht. Wunderbar, cool. So, dann gehen wir mal hier weiter nach rechts. Guck mal, was hier. Aua. Hier ist die Cola zerballert. Und ein K. Cool, das D hatten wir, glaube ich, gerade schon gefunden. Nur das K hatten wir noch nicht. Jetzt haben wir aber in der falschen Reihenfolge alles aufgehoben. Aber nicht so schlimm. Aua. Ah, hier waren wir schon mal. Also, wir kommen jetzt langsam wieder an den Anfang zurück, wo wir schon mal waren. So. Oh, hier ist ein nukleares Molekül. Wunderbar, jetzt bin ich wieder voll. Und ich sehe schon, das wird hier wahrscheinlich nichts mit dem Level in einem Video. Weil ich hier andauernd in irgendwelche Kacksackgassen reinlaufe. Meine Fresse, jetzt gehe ich aber mal hier hoch. Das bin ich eigentlich nach hinten auch schlecht. Nein, hier geht's natürlich auch nicht weiter. Ah.
geh mal hier hoch. Genau. Ballern einfach die ganze Zeit und töten direkt alles, was dir kommt. Hier braucht man den grünen Schlüssel. Wenn wir die Abkürzung gehen, brauchen wir den Schlüssel nicht. Ich werde euch gleich zeigen, wo die Abkürzung ist. Die Abkürzung ist noch etwas weiter oben. Ich kann, glaube ich, mal eben hingehen. Wenn ich sie jetzt so auf Anhieb finde. Was ich allerdings eigentlich nicht glaube. Aber blöd. So, jetzt gucken wir mal hier, was hier ist. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, weiter. Aua. Nach rechts. Hier ist die Abkürzung, genau. Ihr seht, hier sind total viele Stacheln. Und da kann man jetzt abkürzen, indem man einfach durchrennt. Wenn man einfach durchrusht, verbraucht das, glaube ich, insgesamt 3 Lebenspunkte. Ich mache das jetzt einfach hier, bis das Level auch irgendwann mal fertig ist. So, und dann haben wir es hier rausgeschafft. Können dann hier noch ein bisschen rumlaufen. Wir sehen, wir sind jetzt direkt in dem Gang über dem grünen Schlüssel. Haben also... Aber... hier ist das wunderbar. So. Jetzt gehen wir aber einfach den Abkürzungsweg hier. Ich sagte euch dann einfach so. Wenn man jetzt hier runterspringt... Ja, dann ist man irgendwann ganz unten hier. Und hier kommt man dann irgendwann raus, wenn man, den Weg mit dem grünen Schlüssel gegangen ist. Ihr habt gerade gesehen, wie extrem lange ich gefallen bin, als ich da einfach runtergesprungen bin. Und wenn man den grünen Weg geht, muss man halt dieses ganze Stück, was ich gerade gefallen bin, zu Fuß laufen. Also das ist richtig lang und viel, wie ihr hier seht. Und wenn man halt die Abkürzung nimmt, braucht man weder den grünen Schlüssel, noch muss man diesen ganzen Weg hier runter. Hier gibt es auch sonst nichts mehr zu finden. Außer ohne Ende Gegner. Darum gehe ich jetzt mal hier hoch. Da muss man sich hier so mit dem Fahrstuhl hochfahren. Und ganz oben kann man dann endlich runter. Und hier braucht man, glaube ich, den blauen Schlüssel, den ich nicht habe. Oder gibt es den hier noch irgendwo? Ja, hier gibt es den blauen Schlüssel. Klasse. So. Dann haben wir jetzt auch schon fast alles. Also ihr seht, wenn ihr die Abkürzung nicht geht, ist das Level sau lang. So, da gibt es nochmal sowas. Jetzt gehen wir einfach schnell drüber. Aber... baller hier einfach alles tot, was hier direkt kommt. Aua. Ihr seht, das war schon wieder... Das war schon wieder so ein springendes Arschloch. Baller, wir müssen mal eben durchgucken, was da ist. Falle natürlich, immer da. Oh, hier ist das E. So, jetzt hätten wir alle Buchstaben, haben die allerdings in der falschen Reihenfolge aufgehoben, aber... Ja, wie mache ich den jetzt kaputt am besten? Wenn jetzt... Hä? Ist jetzt aus der Map gesprungen? Ja, wunderbar, cool. Der springt einfach mal aus der Map. So, das ist ja auch scheißegal. Hier gehen wir mal lang. Finden hier irgendwas zum Aufladen. So, schießen den Hasen tot. Schießen... Ich sehe, du hast meine Maze of Madness. Also das Labyrinth des Wahnsinns überstanden. Ich habe dich vielleicht unterschätzt. Ja, das hast du. Denn ich mache deine Techbots hier gerade ultimativ fertig. Ja, und aber er hat nicht gelogen. Das war wirklich eine Maze of Madness. This is Madness. Madness? This is Duke Nukem. So, hier gehen wir nochmal ganz schnell hoch, gucken, was da ist. Kriegen Schaden, kriegen Ballon, wunderbar. Und haben das Level geschafft, sogar unter 15 Minuten. Aber auch nur, weil ich da ein bisschen abgekürzt habe. Wie gesagt, ihr habt da nicht viel verpasst, da ging es im Prinzip wieder nur die ganze Zeit links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ich hätte ohne Ende Lebenspunkte verloren und Punkte gekriegt, scheiß drauf, ich gehe ins nächste Level. Kriege irgendwie aber gar keine Punkte, toll, schade. Du schlägst dich bis jetzt ganz gut. Gucken wir mal, ob du das beibehalten kannst, also erinnere dich zu speichern. Gut, machen wir. Damit haben wir hier gespeichert. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Level in Duke Nukem.